Ja, Laufen ist ja generell schon ein sehr anstrengender Sport. Speziell wenn es bergauf geht, wird es ja noch anstrengender. Und da gibt es ein paar Tipps von mir, wie man sich das Ganze erleichtern kann. Ganz wichtig ist auf alle Fälle mal, dass der Oberkörper immer schön gerade ist und dass man ja nicht irgendwie so nach vorne wegknickt. Dadurch bekommt man einfach mehr Luft in die Lunge hinein und das Atmen fällt einem leichter. Je steiler es wird, desto besser ist es, wenn man kleinere Schritte macht und nicht ganz so große, weil die sind sehr kräfteraubend und dann kann man natürlich nicht mehr alles laufen. Wenn es dann irgendwann einmal so steil wird, dass man nicht mehr laufen kann, dann empfehle ich einfach, dass man aufs Gehen umsteigt. Dazu kann man auch die Hände, wenn man keine Stöcke mit hat, auf die Oberschenkel legen und dann zusätzlich mit den Händen einfach mitdrücken, dass man einfach mehr Kraft entwickelt, aber immer drauf schauen, dass der Oberkörper gerade bleibt und dass man nie komplett zusammensackt. Wenn man oben angelangt ist, geht es ja dann direkt in den Downhill hinein. Und da ist ganz wichtig, dass man natürlich bergauf sich schon ein bisschen Kräfte gespart hat, dass die Beine nicht komplett blau sind, sage ich mal, oder fertig sind, dass man auch einfach genug Energie hat zum Runterlaufen. Die Herzfrequenz beim Runterlaufen ist zwar ein bisschen niedriger, aber der Impact für die Beine ist viel, viel höher, als man sich vorstellen kann. Das heißt, erste Regel beim Runterlaufen ist, dass man den Blick direkt am Boden unten hat und nicht weit nach vorne schaut, dass man einfach die ganzen Hindernisse sieht, dass man über keine Wurzeln und Steine fällt. Des Weiteren empfehle ich noch, dass man nicht hinten auf der Ferse läuft. Erstens tut es irrsinnig weh, man rutscht leichter und der Impact ist natürlich viel, viel höher, sondern dass man eher vorne auf den Zehenspitzen landet, das heißt eher, dass man auf den Vorfuß läuft. Beim Runterlaufen, habe ich zuerst schon gesagt, verwende ich ganz, ganz gerne Handschuhe, dass man, wenn man ausrutscht, einfach die Hände schützt. Beim Runterlaufen noch generell ist auch besser, wenn man im technischen Gelände unterwegs ist, dass man ganz, ganz kleine Schritte macht und nicht irrsinnig große Schritte macht, weil wenn man bei einem großen Schritt mit viel Schwung auf eine Wurzel steigt, rutscht man leichter weg oder man knickt leichter um.